Hallo und willkommen zurück bei Nebenrolle zu Final Fantasy X.de Perfect Game. Dass ihr das ganz kurz nachkommentiert, weil ich hier quasi jetzt einen Zusammenschnitt mache. Denn wir wollen heute die Riku-Bastelstunde hinter uns bringen. Das ist bloß ein kurzes Video von knapp 10 Minuten. Dazu müssen wir vorher noch ein bisschen was umrüsten, wenn ich mich recht erinnere. Dachte ich zumindest. Ich glaube, ich spreche jetzt nochmal kurz. Ja, genau, weil ich mich gerade daran erinnere. Genau, wir müssen nämlich umrüsten. Ekstase-Typ natürlich. Triumph. Mit jedem Charakter, damit man nach zwei Kämpfen immer gleich wieder voll ist. Sonst dauert das Ganze nämlich wirklich ewig. Kann ich nur empfehlen. Und ansonsten, genau. Gruppenzusammenstellung noch. Und Riku noch Hast ausrüsten. Ist der Wackau. Gut. Ja. So. Das ist die Vorbereitung. Und jetzt kommen wir zu den ganzen Typen. Ich habe das ganz kurz nur zusammengeschnitten, also wirklich alles Unnötige weggeschnitten. Ich mache es immer gegen den Sandwurm, denn das ist so ziemlich der langsamste, also einer der langsamsten Gegner und der hält auch ein bisschen was aus. Das heißt, man sieht da mal was. Angefangen mit der Handgranate, ganz einfach aus einem Bombensplitter oder der Antarktiswind. Panzergranate ist dann die Steigerungsform, macht noch Zustandsveränderungen. Die Hypergranate ebenfalls Zustandsveränderungen und noch mehr Schaden und Granatwerfer. Noch mehr Schaden, aber keine Zustandsveränderung. Man sieht es immer daran, der Sandwurm hat nämlich ein paar Schwächen. Mörser macht schon über 10.000 Schaden, das ist echt nicht schlecht. Sprengnadel ist dann noch krasser mit 18.000. Da kommt bloß noch ein Angriff eigentlich drüber. Dicke Bertha macht wieder Zustandsveränderungen, ist aber halt relativ schwach, genauso wie die Risikohaubitze. Die macht übrigens nicht 9.990 Schaden, das war nachdem ich Quartett 99 angewendet habe. So, Panikbombe, genau. Genauso wie die Chaosgranate, das ist auch nochmal alles. Steigerungsform, alles immer stärker mit Zustandsveränderungen. Heißes Eisen, das sind wir schon bei den Elementangriffen. Auch wieder gesteigert vom Schwächsten zum Stärksten so ziemlich. Und das, ich gehe jetzt einfach nur aus der Reihenfolge, wie es eben im Menü ist. Also da ist eben genau eben diese Sache. So wie es jetzt sortiert ist, ist es auch im Ekstasenmenü von Riku dann zu finden. Ihr seht schon, bei den Flammenangriffen ist es relativ ähnlich, wird einfach bloß immer teurer. Jetzt sind wir bei den Zustandsveränderungen wieder relativ schwach, aber. Und es wird aber noch deutlich stärker natürlich. Ne? Wow, deutlich stärker. Aber der hat auch eine Stärke gegen Feuer, das sollte man nicht unterschätzen. Ist halt der Sandwurm. Schwäche gegen Eis und Wasser, glaube ich, und dafür stark gegen Feuer. So, da sind es jetzt alles nicht viel. Das ist alles relativ ähnlich bei den ganzen Elementangriffen. Man hat immer zwei schwache Angriffe, glaube ich, mit 5 und 6 Angriffen. Also diesen rein normalen Angriffen. Dann hat man nochmal ein stärkeres. Das kommt jetzt, glaube ich, mit. Ah, ne, das ist schon wieder Elementangriffe. Blitzeinschlag war das etwas stärkere. Mit 9 Angriffen sozusagen. Und dann hat man immer diese 3 Elementveränderungsangriffe. Oder 2. Ja. So, sieht man schon, das ist die Schwäche von dem Kollegen. Da macht man auch richtig nett Schaden. Das haut anständig rein. Genau. Blutwelle ist auch gegen den Sandwurm relativ anständig. Also, ich empfehle zwar gegen den Sandwurm was anderes, wenn man es machen könnte, wenn man unbedingt basteln will, aber hier geht es einfach bloß darum zu zeigen, wie die ganzen Angriffe aussehen, was sie machen. Wie man sie bastelt, aber das ist bloß immer ein Beispiel, was da oben steht. Denn es gibt sowas von Unmengen an Rezepten und selbst im offiziellen Lösungs-PDF, sage ich mal, selbst da habe ich noch Fehler entdeckt. Ich habe mir immer ungefähr das Billigste ausgesucht, da gibt es noch viel teurere Möglichkeiten, das Ganze zusammenzubasteln, aber ich meine, an Arktiswind kommt man immer, an eine Persisgranate kommt man immer, ne? Das ist nicht so schwer. Level 1 Sphäropass, kommst du ja immer. Zumindest ab einer gewissen Stelle des Spiels. So, jetzt ist das stärkste Eisangriff mit Wintersturm, der haut natürlich richtig rein. Zumindest für die frühen Verhältnisse, also im Speedrun wird gerne gebastelt. Kann man auch mal Bosse relativ schnell umhauen. So, Kokitos. Jetzt der stärkste, der Zustandsveränderer Eisangriff nochmal der Stärke. So, hier kommen wir jetzt zu den guten Sachen gegen Sandwurm. Einmal Lebensloch. Reduziert das Leben auf ein Achtel, glaube ich, und Wurmloch noch stärker auf ein 16.
Supernova, das ist so ziemlich der stärkste Angriff vom Schaden her. Wobei ich halt Granatwerfer auch nicht schlecht finde. Das ist nicht verkehrt. So, macht nämlich immer 90.998 Schaden. Also zweimal 9.999. Ultra Potion relativ krass, weil es 99.999 heilt. Das macht eine X-Potion oder ein Final Elixier nicht. Ultra Heiler macht nur die Hälfte, aber ist auch nicht schlecht. Dafür heilt es auch Zustandsveränderung. Mega Phoenix einfach nur ein normaler Mega Phoenix. Final Phoenix heilt noch komplett. Ist halt quasi wirklich eine Vollheilung, egal ob ein Charakter tot ist oder nicht. Elixier ist ein ganz normales Elixier. Ne, alles klar. End-Elixier ist ein ganz normales Elixier für alle. Also quasi ein feiner Elixier. Super-Elixier ist genau das gleiche nochmal. Und das feine Elixier heilt nicht nur die HP um 99.000, sondern heilt auch noch die Zustandsveränderung. So, Super-Exal. Klar, sagt der Name schon. Jetzt kommt aber noch Mega Exal. Da bekommt man auch Shell und Brotes, glaube ich, dazu. Oder, ne, ich glaube, es war bloß Anfallen oder so. Oder hier war nochmal Anfallen dabei. Genau. Bei Ultra Exal. Ne, sowas braucht man nicht. So. Das ist Shell und Brotes gewesen. Impetus ist Shell und Brotes und Hast. Relativ billig mit Kraftzettel. Ah, ne, das ist Shell, Brotes und Hast. Boah. Glaube ich. Naja, Unfallschutz ist ja das bekannteste, das ist eigentlich das stärkste von denen, aber halt auch relativ teuer. Vital ist einfach bloß HP-Verdopplung, wie eine HP-Pille. Mit Super Vital kann man das gleich mit allen machen, da spart man sich eine HP-Pille. Ist echt eine super Rezepte, ne? Lohnt sich immer. Hier bekommt man noch Anfallen oder sowas dazu. Nicht so, wie gesagt, das sind Rezepte, die würde ich niemals benutzen. Nie. Niemals. Weil, wofür braucht man doppelte MP? Weil man hat die dann nicht, man muss die sich erst noch hochheilen. Das doppelt nur die Maximal-MP. Darf man nie vergessen. So, dann kommen wir noch zu MP-Freiheit ist quasi wie ein 2-Gestirn. MP-Freiheit X ist quasi wie ein 3-Gestirn. Dann zählt halt die MP-Kosten auf 0. Gut, wenn man keinen 3-Gestirn hat, ist das toll, aber sonst nicht. Quartett 9 und Quartett 99 sind natürlich super Sachen. Macht man mit jedem Angriff 9999 Schaden. Doof, wenn man mehr Schaden macht, wenn man normal angreift, aber ansonsten nicht schlecht. So, Heldentrank und Herrestrank erhöhen die... erhöhen nicht, sondern... Wie sagt man? Damit macht man immer einen kritischen Schaden. Und bei Anspornmittel und Exzentrikwille macht man... oder erhöht man die Ekstase-Dingens, ne? Ekstase-Füllrate auf 1,5-fache oder 2-fache. Ist sogar stackbar mit den Waffenmöglichkeiten mit der Triple-Ekstase, also nicht schlecht. So, sehen wir nochmal, dass ich hier alles vollständig habe. Alles zusammengesammelt und ja, fertig. Ausgefülltes Menü. Und damit würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut, meine lieben Freunde und tschüss. Listen to my story. This may be our last chance.